Ja, schafft man auch so. Also wenn jemand ein paar Charaktere fehlen, so könnt ihr jetzt auch Raps of Universe 7 machen. Und damit moin Leute, er hat mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Video. Und Thema dieses Videos wird sein mein Problem mit der aktuellen Lage von Extreme Super Battle Rodo. Ich beziehe mich hier nur auf das Extreme Super Battle Rodo und nicht auf das normale. Der Run selber ist inspiriert von Solaris Zero, könnt ihr gerne auf Twitter abchecken. Ich habe mir gedacht, gut, das kann ich gut benutzen für ein Video, in dem ich das einfach selber einmal ausprobiere und dann euch so erkläre, was meine Probleme sind, die ich momentan habe. Vielleicht habt ihr es schon erkannt in dem Run, ihr seht, es sind drei Pflanzenmänner dabei. In einer der aktuell neuesten Extreme Super Battle Road Stages. Es soll das möglichst schwerste Event mitunter sein, mit Red Zone und. Auf Global ist es das schwerste Event momentan. Und das ist für mich ein großer Kritikpunkt an dem Ganzen. Man merkt einfach, wie Extreme Super Battle Road absolut outdated ist. Also absolut outdated. Sowas in Red Zone zu machen, zum aktuellen Stand gegen Omega und Broly, ist nicht möglich. Ist einfach nicht möglich. Und hier ist quasi jetzt das Problem. Ihr seht, habt es vielleicht erkannt, wir hatten so viele Items genutzt und einfach gespammt. Dieser Run war einfach nur ein Item-Gespamme. Und das kann man bei jedem Run machen. Das geht bei jedem Run, weil die Units mittlerweile so stark geworden sind, dass sie diese Stages einfach auseinandernehmen. Gerade damage-technisch. Denn ihr braucht nicht wirklich Defense. Warum braucht ihr nicht wirklich Defense? Logisch, denn ihr habt eure Items, die die Defense ersetzen. Das ist ein großer Kritikpunkt an diesen ganzen Extreme Super Battle Road Stages. Dafür, dass es der schwerste Content sein soll, dürfte man es nicht so leicht schaffen. Ja, natürlich habe ich ein bisschen rumprobiert, ein, zwei Stündchen für jetzt diesen Run, damit er so klappt, wie er klappt. Aber mit jeder weiteren Edition, die kein Pflanzenmann ist, wird es umso leichter. Also gefühlt exponentiell leichter. Das ist einfach so. Also hier muss ich sagen, das ist mein erster großer Kritikpunkt. Es gibt zu viele Items für die neueste, schwerste Stage auf Global. Viel zu viele Items. Reduziert die Items auf 1 bis 2, die man mitnehmen kann. Und das wird dadurch erheblich schwerer. Und sowas wie gerade der Run, den ihr gesehen habt, das kann man so nicht machen. Es geht einfach nicht. Das ist ein großes Problem, was zumindest mir nicht gefällt. Können natürlich für andere Leute anders sein. Wir kommen gleich zu den Anfängern. Und vielleicht ist es zu schwer für den einen oder anderen. Aber ihr müsst immer bedenken, für Veteranen, der schwerste Modus ist leider nicht schwer. So viel jetzt mal dazu. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar, des Weiteren gefällt mir bei dem Extreme Super Battle Rodo nicht, dass sie einfach nur Attack- und Defense-Werte von den Gegnern erhöhen, beziehungsweise hauptsächlich die Attack-Werte. Die machen absolut busted Schaden manchmal mit Normal Attacks. 200k Normal Attack Schaden und. Also das ist insane viel Schaden. Sie erhöhen einfach nur immer die Attack-Werte, immer weiter hinterhergeschoben wird hier und sie geben somit dem Modus nicht mehr Tiefe. Warum gibt die Extreme Super Battle Rodo keine Tiefe? Extreme Super Battle Rodo ist so ein spaßiger Modus. Warum ist er sehr spaßig? Denn es ist nicht so wie in langen Events, ob es Red Zone ist oder ob es LVE ist oder LGE, wo ihr ewig lang rumstacken müsst, damit ihr eure Defense gebaut habt. Nein, in Extreme Super Battle Rodo müsst ihr überlegen, ziele ich hier, stun ich da, was kann ich hier machen und. Das finde ich viel geiler an Extreme Super Battle Rodo. Plus wir haben eine begrenzte Auswahl. Was ich immer interessant fand in Extreme Super Battle Rodo, war, wir hatten eine Begrenzung an Units. Wir konnten Teams spielen und Units, die man normalerweise nicht mitnehmen. Was machen wir in Red Zone? Ja, wir spielen die ganze Zeit die gleiche Kacke. Tech Ultimate Gohan, Tech Goku kommt mit, oh, die 70 Anniversary Units. Das ist ein Modus, der macht Spaß, weil er schwer ist, aber es ist nicht das, was mich persönlich als Veteran erfüllt. Ich würde gerne haben, starke, schwere Extreme Super Battle Road Stages. Von mir aus begrenzt die Items runter auf 2 Items, wie schon erwähnt, oder lasst es so für die neueren Spieler, die wollen ja auch irgendwann Extreme Super Battle Rodo schaffen, die sind vielleicht nicht so drin, mehr casual, die haben nicht so viel Zeit zum Spielen, die sind froh, wenn sie das machen können nach der Arbeit, lasst es von mir aus so, aber dann gibt uns zusätzliche Missionen oder gibt uns Titel, die verbunden sind mit Stones, mit irgendwelchen coolen Rewards und. Klar, für mich persönlich reichen Titel, aber für viele nicht, aber so generell gesehen, dann gibt uns irgendwas, wo dann eine Herausforderung ist, macht das Ganze no item. Macht das Ganze nur Item und dann ist das Top-Tipp. Dann ist es für mich in Ordnung. Oder überarbeitet den Modus komplett, macht den zeitgerechter, gibt den Unit sogar irgendwas wie Seal, Locken, Dodgen. Das wäre insane. Ein Super Battle Rodo, wo die Gegner dodgen können, euch sealen können und. Attack Defense Lowering. Das wäre geil. Also das wäre auch ein cooler Fakt, den ich
mir wünschen würde für Extreme Sword Battle Rodo. Jetzt kommen wir aber einmal zu dem Punkt Beginner. Ich habe es ja schon erwähnt, bevor wir jetzt gleich in den Run springen. Und zwar haben wir folgendes Szenario. Ja, Beginner sollten das auch schaffen oder Casuals. Aber ich finde eher normales SBA sollte für Casual Beginner sein. Und Extreme Sword Battle Rodo sollte schon ein bisschen kniffliger sein. Von mir aus auf Red Zone Niveau. Denn ich finde nicht, dass sich normale Spieler, also Casuals, beschweren über Red Zone, sondern es macht ihnen vielleicht auch Spaß, so ein bisschen diese Herausforderung zu haben. Jetzt ohne Airplane Mode. Also bitte benutzt keinen Airplane Mode. Also das ist ja sowas von boring. Das kommt jetzt nur von meinem Standpunkt aus, weil ich gerne Challenges mag. Ihr könnt es natürlich komplett anders sehen. Von mir aus findet ihr Extreme Sword Battle Rodo fein. Ihr seid Casual, ihr habt nicht viel Zeit. Aber für mich ist es so, Sword Battle Rodo normales, von mir aus lasst es so. Released jede Celebration ein normales SBA und ein Extreme SBA. Dafür erhöht die Stufe von Extreme Sword Battle Rodo. Das wäre so mein Wunsch, womit wir ja beide Seiten der Spielerschaft abdecken können. Von mir aus könnten sie auch noch die Stones erhöhen für normales SBA und Extreme SBA, denn ihr dürft nicht vergessen, früher war das insane, man hat 10 Sets released bekommen, man hat 80 Stones bekommen, 60 Stones bekommen, das war geil, das war 10 Stages, man hatte was zu tun den ganzen Tag, man hat sich eine Woche beschäftigt mit den No Item Runs, jetzt ist es einfach so, man hat jede Celebration ein SBA und damit ist es verteilt, ist schnell abgehakt, ist ziemlich easy. Ich finde dieses System von einmal releasen jede Celebration jetzt nicht so geil, von mir aus macht zweimal releasen die Celebration, macht aber dann den Content schwieriger, macht Extreme SBA richtig schwer, scheppert da richtig rein. Macht da was, steckt da ein bisschen Arbeit dahinter, Dokkan. Das ist so ein bisschen mein Problem. Jetzt kommen wir aber, nachdem ihr den Run so nebenbei ein bisschen gesehen habt, zu Extreme SBA, der Erklärung von Raps of Universe 7. Was haben wir denn für Teams, was kann ich euch empfehlen? Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen meine Meinung teilen können, verstehen können. Schreibt mir gerne rein, was ihr denkt zu Extreme Super Battle Rodo. Ich finde, es sollte was geben für Veteranen und für neuere Spieler. Und Extreme Super Battle Rodo ist meiner Ansicht einfach im Veteranenmodus. Das ist kein Modus, den sollte einfach jeder Casual oder jeder Beginner einfach so easy schaffen. Finde ich persönlich, man sollte da schon ein bisschen Effort reinstecken. Und selbst mit zwei Items ist es wirklich gut machbar. Wirklich gut machbar. Jetzt mal abgesehen, es gibt irgendeine Kategorie, die super begrenzt ist. Dafür muss man dann halt auch schauen, dass man diese erst ein bisschen bufft mit neuen Units und von Dokkan-Seite aus, bevor man die dann als SBA released. Das wäre so meine Ansicht. Jetzt bitte kein Corroded Body Mind ohne Item oder so. Aber selbst das wäre möglich. Es gibt keinen Modus, wo man nicht schaffen kann, meiner Ansicht nach. Kommen wir jetzt zu den Setups und da schauen wir uns einmal an. Einmal das Team von LRAGL UI. So schafft ihr das tatsächlich, wenn ihr UI habt. Ziemlich gut, ziemlich easy. Ihr habt UI und Evo Vegeta. Den könnt ihr in einer Rotation spielen. Und dann habt ihr LRSTR UI. Und könnt zum Beispiel den LRSUI auch mit dem AGL spielen. So habt ihr quasi Dodge Units. Schaut immer, dass ihr ein LRAGL UI in Slot 1 habt. Der tut euch schon gut was wegtanken. Und seid nicht zu itemgeizig. Dann haben wir AGL Blue Evo Vegeta. Der ist sehr, sehr gut. Macht auf jeden Fall guten Schaden, wenn ihr ein bisschen Luck habt. Skinny Boo kann zum einen dodgen, zum anderen stun. Genauso wie Muten Roshi. Da ist der Revive sehr wichtig. Und ihr habt eine 70% Stun-Chance auf der 12 Key. Also benutzt die 12 Key. Mit Roshi immer nur 12 Key machen. Optionen haben wir einmal den physisch UI Goku sein, wir haben C17 mit dem LRC17, die funktionieren auch gut als Rotation, sehen wir gleich noch. Und dann haben wir den Int UI und LR Goku und Freezer. Gute Units, funktionieren eigentlich alle so wie sie sollten. LRGF sehen wir gleich im Team, LRGF ist so eine Unit, die macht euch den Run auch sehr sehr leicht, denn sie hat einfach so viel Feuerpower, also wirklich viel Feuerpower. Kommen wir zum zweiten Team, das ist das LR Goku und Freezer Setup, da könnt ihr einmal LR Goku und Freezer rotieren lassen, spielt als Rotation LR AGL UI Goku und Int UI Goku und dann habt ihr in der anderen Rotation, wenn ihr wollt, nochmal den LR AGL UI Goku mit dem LRC 17, also Team Universe 7 und habt dann als Flow dann einen Evo, einen physisch C17 für die Defense und einen Tech LR Goku und Freezer. Oder ihr sagt euch, ihr spielt die beiden C17 in einer Rotation, dann müsst ihr aber vorsichtig sein, auch hier und da mal Item benutzen. Ihr könnt ja Item spammen, ihr habt es gesehen, so wie in meinem Run, das wäre dann hier kein Problem, wäre gut machbar. Was hätten wir hier als Optionen? Wir hätten einmal den LRSTR UI Goku, wir hätten den physisch Muten Roshi, wir hätten den AGL Skinny Boo und den Tech Roshi und Tien. Roshi und Tien funktionieren sehr gut mit LRGF, kann man gut zusammen spielen. Roshi kann ich euch immer empfehlen, gerade für die Stun-Chance, er vereinfacht euch vieles. Wenn ihr eine Unit stunnen könnt, dann macht das einfach sehr viel her. Dann zum Schluss haben wir noch Int LR Evo, für den Damage ist auch möglich, funktioniert relativ gut.
Kommen wir zum dritten Team. Falls ihr keinen LR Gel UI Goku habt, dann nehmt ihr den LR Int Evo Vegeta. Habt zum Beispiel dann Evo Kai mit dabei, Evolution Blue und Kaioken Goku. Dann haben wir den normalen Argel Blue Evo, wir haben Int UI Goku, wir haben Skinny Buu und wir haben Muten Roshi wieder. Rotations seht ihr auch schon, wir haben einmal LR Argel UI und Int UI, könnt ihr wieder zusammenspielen. Und in der zweiten Rotation könnte man sich jetzt überlegen, will man dann Skinny Buu bringen oder will man einfach LR Int Evo Vegeta und Evo Kai oder LR Int Evo Vegeta und Blue Evolution Vegeta. Das ist euch überlassen, da funktioniert vieles. Hier müsst ihr dann vorsichtig sein in der LR Int Evo Vegeta Rotation, dass ihr da wirklich Items zündet, denn hier habt ihr nicht so eine Slot 1 Unit, die definitiv gut funktioniert. Dann habt ihr Optionen, den LR STR UI könnt ihr mitnehmen, den physisch UI sein. Wir haben wieder den LR Team Universe 7, wir haben Blue Kaioken Goku und physisch C17. Das wären so die Main Optionen, die ich euch wirklich empfehlen kann. Seid nicht zu Item harsch, schaut, dass ihr da auf jeden Fall gut Items einsetzt, wenn ihr noch Probleme mit habt, dann kommt ihr da auch sehr, sehr gut durch. Ihr seht, wenn das klappt mit drei Pflanzenmänner, dann schafft ihr auch das mit einem kompletten Setup. Ihr müsst rein theoretisch einfach nur jede Runde einmal ein Item zünden. Ich hoffe, ich konnte mein Problem eigentlich relativ gut von Extreme Super Battle Rodeo wiedergeben. Ich glaube, der einzige Kritikpunkt, was man haben könnte, wäre quasi, was sollen denn die Casual-Spieler machen dann? Ich finde einfach, da sollte man auch trennen. Man muss nicht direkt alles schaffen in Dokkan. Das muss man einfach nicht. Ich finde, das ist in den meisten Spielen auch nicht gut, wenn Casuals einfach alles schaffen können. Einfach so, ohne einen gewissen Aufwand. Da sollte eine Schwierigkeit dahinter sein. Klar, unmöglich. Unmöglich dürfen die Sachen nicht sein. Aber da könnte man dann zum Beispiel auch einen Ausweg finden mit Titel, mit nochmal Zusatzmission. Das wäre für mich etwas, womit ich absolut fein wäre. Denn wenn ich Titel habe, zusätzliche Missionen, gib denen einfach nur 5 Stones. Von mir aus 5 Stones mehr oder 6 oder 7 oder 8 oder 9 oder 10 Stones mehr. Das macht schlussendlich den Braten nicht fett für normale Casuals. Das macht den Braten nicht fett. Aber für Veteranen ist es cool, denn sie haben einen Challenge. Sie kriegen ein kleines bisschen Belohnung dafür und das ist das, was wir wollen. Von mir aus auch ein Titel mit ein paar Stones. Von mir aus ein Titel gibt ein Stone. Wäre für mich auch absolut fein. Soweit das Ganze von mir. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal.